Ja, male deinen persönlichen Avatar ist das heutige Thema und hier hänge ich gerade Else auf. Das ist ein neuer kleiner Bereich im Atelier und da darf natürlich Else nicht fehlen. Und dieses Bild ist intuitiv entstanden. Wenn du loslegst, wenn du auch so deinen persönlichen Avatar dir wünschst, ja, der ist dann immer so mehr oder weniger bei dir, empfehle ich dir, richt alles her. Ja, mach einen kleinen persönlichen Termin mit dir, bereite dich ein bisschen vor, das heißt, alle Farben liegen bereit und dann geht's einfach los. Also du siehst, dieser Avatar, also bei mir, mein Avatar heißt Else, ist weiblich, kann aber auch männlich sein. Es bedeutet ja, dass es dein persönlicher Begleiter ist. Und du siehst hier, es ist ohne Vorlage, also wirklich absolut intuitiv, Freihand. Ja, es soll fließen, locker, ja, entspannt sein. Und ich habe jetzt auch dieses Video nicht geschnitten oder geschnippelt oder sonst irgendwas, dass man tatsächlich sieht, dass so ein Kopf, wenn ich mir wirklich alles bereitlege und es fließen lasse, dass so ein Köpfchen, so ein persönlicher Avatar tatsächlich in 11 Minuten entstehen kann. Also ich habe es bewusst nicht geschnippelt. Und was du jetzt hier erlebst, ist natürlich, ich weiß auch nie so recht, in welche Richtung das es geht. Von den Farben her war ich mir auch noch nicht so hundertprozentig sicher. Das ist ja das Schöne an so einem Bild. Ja, dass du dich führen lässt von deinem Avatar. Ja, und bei mir, mein Avatar eben ist Else und Else kam so, ja, wann kam die in mein Leben? 2014 ungefähr. Das werde ich nie vergessen, da habe ich irgendwie intuitiv begonnen mit diesen Köpfen, also mit dieser Form von Köpfen. Und das erste Bild hieß Else Goes to Hollywood. Keine Ahnung, wie auch dieser Titel zustande kam, ne? Und da wusste ich, aha, Else ist meine persönliche Begleiterin. Und Else ist auch immer ziemlich ähnlich, das heißt, meistens hat sie rote Haare, also man sieht sie auch bei einigen Aquarellen, rote Haare, immer diese Ohrringe, also die Ohrringe müssen sein. Ja, warum auch immer, Else trägt halt nun mal gern Ohrringe, ich jetzt überhaupt nicht, ne? Und wenn ich Fragen habe, wenn ich, ja, auch alltägliche Sachen, alltägliche Dinge, dann frage ich Else um Rat, dann bitte ich, dann stelle ich die Frage, ne, nach innen, richte die Frage nach innen und frage Else, Else, was meinst denn, wie geht's weiter? Also ich stand mal wirklich in Berlin mit vielen Bildern, keine Ahnung, mitten irgendwo in Berlin und es war einfach Chaos. Ich musste da mit Trambahn und also es war einfach chaotisch. Ich hatte kein Auto und habe die Bilder aus der Galerie, musste ich abholen und bin dann mit diesen ganzen Bildern tatsächlich mit Trambahn zu meinem Hotelzimmer. Und ich war sehr verzweifelt, weil ich habe mir mehr erhofft, ne, in Berlin. Es hat nicht so wirklich funktioniert. Die eine Galerie hatte ich zwar. Und dann habe ich irgendwie intuitiv aus der Not heraus habe gesagt, Else, was, wie geht's denn jetzt nun weiter? Ja, es ging weiter. Abends hatte ich dann tatsächlich per Zufall, ne, es ist zugefallen, neue Kontakte konnte ich knüpfen. Ich war dann in einer Ausstellung und es lief weiter. Ja, also so viel zu Else. Und das Witzige daran ist, dass mein Lebensgefährte, der Karl, sogar manchmal mich Else nennt.
Na, das finde ich immer recht witzig, wenn er sagt, Else, komm. Else. Na. Ja, also so viel zu Else. Also ich hoffe, dass es Else, na gut, die hätte sich schon gemeldet. Irgendwie hätte ich dann schon intuitiv gewusst, nee, so, sie möchte jetzt nicht gezeigt werden. Aber anscheinend ist es okay für Else. Weil das ist auch, also das muss klar sein, meine Köpfe, diese sehr persönlichen Köpfe, die wollen nicht immer unbedingt gezeigt werden. Und dann muss ich es tatsächlich akzeptieren, ne? Also das mögen die nicht immer. Aber das ist auch so eine Bauchentscheidung, wo ich rein fühle. Ja, es geht jetzt mit auf eine Ausstellung, kann ich es präsentieren? Ich frage auch häufig, ah ja, das habe ich mit rein. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Also wie gesagt, ich frage dann schon die Bilder dann und wann, ob es okay ist, dass sie mit rausgehen. Ah, hier sehen wir, was niemals fehlen darf bei Else oder was immer mit dabei ist, das sind die Ohrringe. Else mag große Ohrringe. Tja. Also wenn du so diesen Kontakt zu deinem persönlichen Avatar suchst, verzichte auf Radiergummi, das ganze Zeug, arbeite freihand. Wenn du da noch unsicher bist, dann nimm die linke Hand. Also die, mit der du nicht schreibst. Oder, was auch möglich wäre, schließ die Augen bei deinen ersten Zeichnungen. Na? Also, dass du so in diesen intuitiven, in diesen Flow reinkommst. Na, dass der Kopf ausgeschaltet ist, weil dieser persönliche Avatar wird im Endeffekt sich nur mit dir in Verbindung setzen, wenn der Verstand ein Stück weit Pause hat, sage ich jetzt mal. Ne? Natürlich brauche ich meinen Verstand, klar. Ja, mit dem arbeite ich, da schreibe ich meine Sachen, meine Texte, überlege, wie es weitergeht, mach die Posts, die Videos fertig, ne? Aber wenn es jetzt hier ans intuitive Malen geht, bekommt er frei mein Ego und mein Verstand und dann setze ich die irgendwo hin, dann können sie zuschauen. Punkt. Ja, und hier nochmal Else. Else hat rote Ohrringe. Manchmal gehen sie auch ein bisschen ins Violett. Ich glaube, ein Bild gibt es, da sind sie sogar blau. Und mit deinem persönlichen Avatar hast du halt immer die Möglichkeit, ja, das ist dann deine persönliche Begleiterin oder Begleiter, muss nicht weiblich sein. Na, du hast immer jemanden zur Seite, es können auch mehrere sein. Also ich habe tatsächlich mehrere innere, jetzt fehlt mir das Wort, Begleiter, ja. Also nicht nur Else, sondern da tummeln sich eine ganze Menge bei mir. Aber Else ist so, ja, wenn es um Kreativität geht, ist Else so meine erste Ansprechpartnerin. Und der Kontakt stellt sich, also ich frage dann, wenn mir irgendwas nicht klar ist, dann stelle ich die Frage einfach, ich schließe die Augen und stelle die Frage nach innen. Also sende so nach innen, sende ich so mein Anliegen. Und dann muss man gucken, also dann ist es unterschiedlich. Oftmals bekomme ich dann irgendwelche Ideen oder es kann sein, dass irgendwelche Bücher zu mir gelangen oder auf einmal kommt ein Auftrag. Ja, das ist total
unterschiedlich. Also wichtig ist da eher, dass man achtsam auf so Zeichen wartet, dass man achtsam auf Zeichen schaut. Ja, dass man wach ist, dass man die Umwelt wahrnimmt. Manchmal ist es so, dass die Antworten über Menschen kommen, über Filme. Auch das ist schon passiert. Oder einmal war es sogar, dass ich im Zug eine Unterhaltung mit angehört habe. Die saßen hinter mir und bekamen so meine Antworten. Ne? Also das ist echt irre. Ja, das Universum lässt sich tatsächlich einiges einfallen, um mit dir in Kontakt zu treten. Also da ist ganz, oder meine Empfehlung, wenn du eine Frage gestellt hast, bleib dann eben achtsam und guck auf Zeichen, die so da kommen. Ja, die ersten 11 Minuten waren rum und hier geht Else weiter am nächsten Morgen. Man sieht, es ist ohne die Studiobeleuchtung. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, Else möchte noch ein bisschen bepinselt werden. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich mag oder ich liebe es, diesen Abschluss, die letzten Striche bei Köpfen, so diese Akzente setzen. Es ist eine unglaublich schöne Arbeit. Ja, jetzt würde ich sagen, das Wichtigste haben wir dir mitgeteilt. Auch von Else ganz liebe, herzliche Grüße. Ich wünsche dir, also wir wünschen dir jetzt alles Gute für deinen persönlichen oder für dein persönliches, heilsames, intuitives Malen. Viel Spaß und vielleicht bis nächste Woche. Tschüss!